Jungen Herrenstein, da sehe ich was. Ja. Ja, ihr fehlt Mrs. Oakley nicht noch. Nee, die kommt später. Erst später zum Feuerwerk. Ah, okay. Die kommt später. Die kommt später. Lass das nicht den Herr Later hören. Da musst du einen Dollar zahlen. Josh, gib dir mal was. Er erfährt das eh später. Hat Evan die Ringe schon? Ja. Evan? Alles dabei? Mhm. Natürlich. So, bevor wir loslegen, werde ich schon mal ganz kurz was Essbares in mich rein. Ja. Vom Fleisch. Ja, entschuldigen Sie mich kurz. Ja. Lassen Sie es schmecken. Guten Appetit. Aber nicht mit vollem Mund. Kann mich jeder hören? Ja. Ja. Liebe Hochzeitsgäste, liebe Trauzeugen, liebes Brautpaar. Wir haben uns hier versammelt, um im Angesicht Gottes und vor dieser Gemeinde diesen Mann und diese Frau im heiligen Bund der Ehe zu vereinen. Doch bevor wir zum offiziellen Teil kommen, möchte ich euch erzählen, wie dieses Paar zusammengefunden hat, was vielleicht nicht jeder von Ihnen weiß. Mrs. Anderson, geboren am 11.02.1875, 1850, entschuldigen Sie mich. 50, genau. Traf Mr. Kenneth Richards, geboren am 1.11.1850, zum ersten Mal kurz nach ihrer beiden Einreise Anfang Mai. Wenige Wochen nach dem ersten Aufeinandertreffen begegnet man sich beim Schreiner, wo Mrs. Anderson tätig war, wieder und lernte sich langsam kennen sowie schätzen. So kam es am 2.06.1875 zum ersten gemeinsamen Ausflug, wo man sich nicht nur durch mehrere Begegnungen mit Wölfen näher kennenlernte, sondern auch das erste Mal gegenseitig das Leben in die Hand des anderen legte. Daraus entstand Liebe. Und somit kam es am 14.07.1875 zum ersten Heiratsantrag, welcher nicht zu einer Vermählung führte, obwohl Mrs. Anderson bejahte, da Mr. Richards leider für anderthalb Monate ausreisen musste und erst Anfang September zurückkehrte. Mit gebrochenem und sehnsüchtigem Herzen ließ Mrs. Anderson Mr. Richards nach seiner Rückkehr erstmal beweisen, dass er es mit ihr ernst meint. Da seine Liebe zu ihr aber ungebrochen ist, trotz der Zeit außerhalb des Staates, konnte er ihr Herz reparieren, wie sie sich ausdrückte. Und so kam es glücklicherweise zum zweiten Heiratsantrag am 2.10.1875, welchen sie ebenfalls bejahte. Ihren Lebensmittelpunkt auf der Richards Farm gelegen, leben sie dort seit einiger Zeit glücklich zusammen auch mit Evan, welcher, obwohl nicht verwandt von ihnen, als fester Bestandteil der kommenden Familie Richards angesehen wird. Ein sympathischer junger Mann mit großem Potenzial, wie sich sagen kann. Begrüßen möchte ich an dieser Stelle auch die beiden Trauzeugen, Eleonore Fraser und Joe Parker. Als kleine Anekdote, welche mir das Brautpaar erzählte, zeigte für mich, dass dies wahre Liebe sein muss. Wenn man zusammen auf einem Pferd sitzt, und die von Erdbeerlikör berauschte Dame hinten auf dem Pferd dem Mann vor ihr hinten auf die Jacke kotzt und dieser das nur mit den Worten abtut, macht nix, trocknet schon, das ist wahre Liebe. Sehr gut. Eure Liebe sei ohne Heuchelei, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten, lasst Luzifer nicht in euer Haus, seid weise und unterstützt euch gegenseitig. Wenn einer hinfällt, so richtet euch gemeinsam wieder auf. Zwei sind stärker als einer allein. Lasset uns gemeinsam beten. Psalm 23, der gute Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue und führet mich auf zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Freunde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. 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 Wenn jemand einen Grund vorbringen kann, warum dieses Brautpaar nicht getraut werden darf, so soll er jetzt sprechen oder für alle Ewigkeit schweigen. Wunderschön.
Kenneth Richards, nehmen Sie Ihre Braut an als Ihre Frau und versprechen Sie ihr, die Treue zu halten in guten wie in schlechten Zeiten, in Gesundheit und Krankheit und sie zu lieben, zu achten und zu ehren, bis dass der Tod euch scheidet. Dann antworten Sie mit Ja, ich will. Ja, ich will. Kenneth, schauen Sie Ruby an und sprechen Sie mir nach. Ich, Kenneth Richards. Ich, Kenneth Richards. Nehme dich, Ruby Anderson. Nehme dich, Ruby Anderson. Zu meiner mir angetrauten Ehefrau. Zu meiner mir angetrauten Ehefrau. Nach Gottes Willen. Nach Gottes Willen. Werde ich dich lieben und ehren. Werde ich dich lieben und ehren. In guten wie in schlechten Zeiten. In guten wie in schlechten Zeiten. Bis dass der Tod uns scheidet. Bis dass der Tod uns scheidet. Nehmen Sie den Ring als Zeichen Ihrer Liebe und Treue, stecken Sie ihn an die Hand Ihrer Braut und sprechen Sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und, gib mir mal deine Hand. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ruby Anderson, nehmen Sie Ihren Bräutigam an als Ihren Mann und versprechen Sie ihm, die Treue zu halten, in guten wie in schlechten Zeiten, in Gesundheit und Krankheit, ihn zu lieben, zu achten und zu ehren, bis dass der Tod euch scheidet. Dann antworten Sie mit Ja, ich will. Ja, ich will. Ruby, schauen Sie bitte Kenneth an und sprechen Sie mir nach. Ich, Ruby Anderson. Ich, Ruby Anderson. Nehme dich, Kenneth Richards. Nehme dich, Kenneth Richards. Zu meinem mir angetrauten Ehemann. Zu meinem mir angetrauten Ehemann. Nach Gottes Willen. Nach Gottes Willen. Werde ich dich lieben und ehren. Werde ich dich lieben und ehren. In guten wie in schlechten Zeiten. In guten wie in schlechten Zeiten. Bis dass der Tod uns scheidet. Bis dass der Tod uns scheidet. Nehmen Sie den Ring als Zeichen Ihrer Liebe und Treue. Stecken Sie ihn an die Hand Ihres Bräutigams und sprechen Sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Sie noch einen persönlichen Eheschwur ablegen wollten, dann sprechen Sie nun. Dennis? Bubi, als ich hier ankam, hatte ich weder ein Ziel noch eine Vorstellung davon, was mich erwarten würde. Das Einzige, was ich wollte, war meinem alten Leben zu entfliehen. Aber erst als ich dich traf, begriff ich, was es wirklich bedeutet, zu leben. Erst durch dich bin ich der Mann geworden, der heute hier voller Glück steht. Die Vergangenheit lässt sich nicht ändern, doch ich weiß, solange du an meiner Seite bist, gehen wir gemeinsam einer wundervollen Zukunft entgegen. Hier vor Gott und unseren Freunden gelobe ich dir bis ans Ende meiner Tage, immer ein liebevoller, treuer Ehemann zu sein und dich vor jedweder Gefahr zu beschützen, welche auch kommen mag. Ruby. Das ist schön. Liebster Kenny, als ich hier eingereist bin, hatte ich den Plan, auf alle Fälle alleine meine Wege zu gehen. Ich wollte selbstständiger und mutiger werden. Als mich dann mein Weg zur Schreinerei nach Valentine verschlug und ein netter junger Mann mir immer Federn, Leder und Holz brachte, dachte sich wohl unser lieber Herrgott im Himmel, du willst alleine bleiben, Ruby. Nein, für dich habe ich andere Pläne. Guck dir doch den netten Mann da mal an, den habe ich zu dir geschickt und ich denke, ihr seid wie füreinander geschaffen. Und was soll ich sagen? Gott hatte wohl recht. Ich habe gemerkt, dass ich jeden Arbeitstag nur darauf gewartet habe, dass du, Kenny, wieder etwas bringst und mein Herz ist vor Freude gesprungen, wenn deine Jagdausflüge erfolgreich waren. Als ich eines Tages überfallen wurde und du davon erfahren hast, wolltest du mich nicht mehr alleine umherreiten lassen. Von dem Tag an war ich wohl die bestbeschützte Frau im ganzen County, weil ich dich an meiner Seite hatte. Aus dem Beschützen wurden auch bald Umarmungen und etwas später sogar der erste Kuss. Ich wusste aus Erzählungen, dass Küssen etwas Schönes ist, aber als du mich das erste Mal geküsst hast, war meinem Herzen, als würde es fliegen. Als wäre alles Böse und Negative weg und ich war der glücklichste Mensch auf Erden. Als du mich dann sogar noch ein paar Wochen später gefragt hast, ob ich deine Frau werden will, war für mich das Glück kaum zu fassen. Leider hielt es nicht lange, weil du nur wenige Tage darauf das Land verlassen und mich alleine zurückgelassen hast. Es waren die schlimmsten 1,5 Monate, die ich in meinem jungen Leben erfahren musste.
Erst dort wurde mir bewusst, wie sehr mein Herz an dir hängt, wie wenig ich es mir vorstellen konnte, dich nie wiederzusehen, wie sehr ich dich vermisst habe und wie groß die Sorgen waren, dass du gar nicht mehr am Leben bist, weil ich die ganzen Wochen keinerlei Nachricht von dir bekommen habe. Als ich dann endlich nach über 6 Wochen ein Telegramm von dir erhalten habe, hätte die Freude nicht größer sein können und ich bin sofort zum Hafen und habe dich abgeholt. Glaub mir, es gibt auf der Welt kein schöneres Gefühl, wenn du mich fest im Arm hältst und mich küsst. Gott hat mir wirklich den größten Schatz auf der ganzen Welt geschickt. Einen Schatz, der mir das Wichtigste im Leben ist, ohne den ich nicht mehr sein kann und sein möchte. Kenneth Richards, ich liebe dich von ganzem Herzen und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mit dir mein Leben zu verbringen, mit dir alt zu werden, mit dir zu lachen, mit dir zu weinen, mit dir zu leiden, mit dir zu lieben. Auf ewig dein, auf ewig mein, auf ewig uns. Wir haben ihr Treuegelöbnis abgelegt, einander Treue geschworen und ihren Schwur mit Eheringen besiegelt. So wie Kenneth und Ruby versprochen haben, in den heiligen Bund der Ehe einzutreten, so sind wir hier in Gottes Angesicht ihre Zeugen. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Kraft des mir verliehenen Amtes erkläre ich euch hiermit zum Mann und Frau. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mr. Richards, Sie dürfen nun Mrs. Richards küssen. Ein Hoch auf das Brautpaar. Ein Hoch. Oh. Ein Hoch. Mm. Oh Gott, der Himmel weint vor unserem Glück. Das ist Gottes Weihwasser. Das ist etwas, das hat sich aber schon mehr Mühe gegeben. Ne? Ich muss ein Stück zurückgehen, so ein Foto machen. Kenny ist ein ausgesprochener kluger Mann. Ritter eines Tages mit seiner Feder und ließ eins vom Leder. Als er Ruby sah und als er um die beiden es geschah, trafen sie sich ein zweites Mal. Beim zweiten Treffen, da konnte noch keiner treffen, da wollten die Wölfe sie beide fressen. Doch wie die Zufälle es wollten und beide sich aneinander rollten, blieb den Wölfen nur eins: abzuhauen und eventuell zwei andere anzukauen. Anzukauen. Nun sind wir alle hier und trinken zusammen Bier, weil heut sich zwei gefunden und nachher sind sie betrunken. Sind wir alle hier und trinken zusammen Bier, weil heut sich zwei gefunden und nachher sind auch alle wir betrunken. Jetzt weiß ich, was Leon meinte. Der erste Kuss, er ist gemacht. Naja, das hat sich Ruby so gedacht. Da kam plötzlich was dazwischen. Eine Krankheit mittendrin. Hoffentlich geht nicht alles zu Brüchen. Doch am Horizont, da schien ein Licht und Ruby bekam den Kenny zurück. Kenny zurück. Dann gab es ein großes Wiedersehen und da war es um beide geschehen. Sie zogen aufs Land mit einer Ranch, links und rechts in einer Hand. Nun sind wir alle hier und trinken zusammen Bier, weil heut sich zwei gefunden und nachher sind sie betrunken. Nun sind wir alle hier und trinken zusammen Bier, weil heut sich zwei gefunden. Nachher sind auch alle wir betrunken.
Sie wollten immer schon in die Lüfte, also mietet sie sich einen Ballon und flogen weit davon. Aus den Lüften sahen die Bewohner vom County ziemlich mini aus. Ach ja, beinahe hätte ich vergessen. Ruby hat mal einen Likör wortwörtlich gefressen. Danach kotzte sie ihn auf Kennys Rücken aus. Also machten sie was draus. Nun besitzen sie zusammen ein Haus. Zusammen ein Haus. Nun sind wir alle hier und trinken zusammen Bier, weil heut sich zwei gefunden und nachher sind sie betrunken. Sind wir alle hier und trinken zusammen Bier, weil heut sich zwei gefunden und nachher sind auch alle wir betrunken. Ja, das war ein wunderbares Lied. Wunderbar. So mancher Reim kam unerwartet. Und da lacht er schon wieder die Sonne. Wunderbar, danke schön, Leon. Gerne. Das war wirklich schön, danke. So, Weihwasser ist vorbei. Dann würde ich sagen, vom Weihwasser gehen wir zum Weinwasser. Dann folgen wir Ihnen mal, Mr. und Mrs. Richards. Wie darf ich das sagen? Ja, trägst du mich jetzt schon? Ja, das finde ich gut. So, aus dem Weg, der muss schwer schleppen, der Kerl. Moment, ja, ich mache mich zwar leicht, aber du musst schon, ja, streng dich an. Oh, schön. Geht mir am besten aus dem Weg, direkt hinter ihr. Ja, wenn wir rückwärts runterpurzeln, ich reiß alle mit. Die wahrscheinlich zu sehen. Alle Nüne. Anstrengend schon? Falschen Schuhe für sowas. Fragen wir mich, wie es mit meinen Schüchen hier geht. Gut, das kenne ich mich jetzt wenigstens direkt. So richtig schön Huckepack. Hast du das Telegramm noch gelesen? Ja, links, rechts. Nee, links. Nee, du musst mehr rechts. Ja, jetzt. Ja, warte, ich nehme die Hand mal wieder von deinen Augen. Kannst selber gucken, schau. Töne waren auch schön. Wir gehen hinter das Haus, das ist die Feier. Ja, lass mich mal runter. Ah, danke schön. Ja,